Zusammen den Ball wieder gewonnen haben. Das sind unsere Ziele für heute. Und das soll uns zu 3 Punkten verhelfen. Genau die Taktik von der letzten Leistung. Noch ein bisschen optimieren. Und noch ein zeigen, was wir können. Es war schade, dass wir den letzten Match nicht besser, dass wir nicht besser abgeschnitten haben. Ich habe dir schon etwas mehr erhofft, einfach auch als Signal vom Team, dass sie den sportlichen Ligaerhalt schaffen wollen. Dass sie nochmal alles aus sich rausholen. Und irgendwie ist in diesem letzten Match nicht viel gegangen. Und hat sich niemand zurecht, können aufraffen oder es ist keine Energie durchs Team geflossen. Dann war es einfach ein guter Match. Es war natürlich schön, einen schöneren Abschluss zu haben. Ich glaube, wir machen jetzt die Saison nicht einfach nur vom Abschluss abhängig. Es sind andere Momente, die im Vordergrund stehen, die als wertvoll hängen bleiben. Hallo. Hoi. Hast du einen guten Tag gehabt? Ja, also, das war lustig. Ich war wieder mal zu kommen. Ja, das denke ich. Ich habe von vergangenen Zeiten geschwärmt. Ja, schon gut gesehen. Also, weißt du, jetzt als Uni hast du schon ein gutes Team. Das gefällt mir schon. Aber aus jetzt war die Konstellation auch lustig. Es hat halt mehr so ein bisschen Gruppen gegeben. Ja. Was jetzt in Uni ein bisschen weniger ist, das merke ich schon. Aussitzen war es schon schlimmer gewesen. Dafür haben wir es schon untereinander auch gut verstanden. Also es hat schon so ein Konstellationen gegeben, die nicht gut miteinander haben können. Aber mehrheitlich auch am Anfang der Saison war es gut. Und nachher? Ja, weisst du selber ein bisschen. Mhm. Also, ja.
halt das und viel verloren haben, so Teamspirit nicht so aufbauen. Und haben vielleicht auch nicht die richtige Unterstützung gehabt dafür, die wir hätten gebraucht. Und darum war es gegen Ende der Saison nicht mehr so harmonisch gewesen. Wenn die mich nicht zu fest einbringen dort. Also, es ist auch im Entwicklungsprozess die Frage für sie, wie sie können mit Konfliktsituationen umgehen können. Die Chance für einen Captain, das Ganze in die Hand zu nehmen und das Team zu stellen. Oder die beiden zu stellen, wenn es jetzt um zwei geht, wo wir einen Clinch haben. Und die Chance für die direkt Betroffenen, dass sie lernen, mit dem umzugehen, im Sinne von, sie wissen, sie sind im gleichen Team. Sie haben gemeinsame Ziele und müssen sich dann auch dem bewusst sein, dass sie die vor allem dann können erreichen, wenn sie im Team funktionieren. Also es sollte grundsätzlich auch eine Reflexion auslösen bei den Spielerinnen und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sagen, hey komm, wir sind in einem Team, jetzt müssen wir halt irgendetwas besprechen, das nicht läuft. Es ist viel verlangt für das Alter, aber es ist sicher etwas, das man je länger, je mehr auch muss lernen auf dieser Stufe. Ja, also es ist nicht viel unternommen worden. Da ist auch Training mir natürlich auch die Verantwortung gegeben, was auch schön ist, aber also ich auch nicht alles können machen. Mich überall einmischen habe ich natürlich auch nicht wollen, weil es wäre auch nicht das Richtige. Manchmal musst du es auch selber regeln. Weil es gehört für uns auch dazu, so ein Problem selber geklärt hat, nicht, wie es meine Problemtante gesehen hat. Die war echt kettig, weil ich brauche jetzt ordentlich gewesen, einigermassen und fertig. Dass es alle miteinander gut haben. Also der Fall, den ich jetzt gerade noch im Kopf habe, der löst sich von selber, weil die Spielerinnen nicht mehr im gleichen Team shooten jetzt für die nächste Saison. Andere Fälle werden sich verschieben, andere Fälle werden sich anders ergeben. Ja, also, wo sich die Spielerin hat auch verändert. Die, die ein bisschen Stress hatten miteinander, sind entweder also jetzt dunkel im Sitzen oder sie sind auch etwas getrennt worden. Die haben es nicht so gut zusammen, aber jetzt im neuen Team, in Raum 9, ist es tiptop, habe ich das Gefühl. Also es gibt noch gar keinen Streit oder jemand, der nichts erlebt. Also es ist wirklich das Harmonie gut, habe ich das Gefühl. Ich bin froh, dass es eine neue Mischung gibt. Weil bei gewissen Spielerinnen hast du auch manchmal das Gefühl, du erreichst sie fast nicht mehr. Du weißt nicht so recht, das, was du ihnen sagst, wenn du nicht x-mal das Gleiche sagst, ob es das überhaupt aufnimmt. Also ich bin einerseits froh, wenn sie mal etwas Neues bekommen, das ihnen etwas anderes sagt oder das Gleiche sagt auf eine andere Art. Und eben bei diesen Spielerinnen, die ich das Gefühl habe, die bringen nicht mehr so weiter oder weiss nicht mehr, was man soll sagen soll, ja, da bin ich nicht traurig, sage ich mal. Wenn sie jetzt nicht bei mir sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer spannend mit neuen Spielerinnen, die man noch nicht so gut kennt, die wieder neue Herausforderungen darstellen. Ich wusste, dass ich jetzt nicht unbedingt der beste Weg. Und das ist
so eher knapp wird jetzt für das Eis. Aber das, also man sieht es ja auch so ein bisschen kommen. Und ich meine ja jetzt so, eigentlich, also wir schließen ja im Sommer, dann gehen wir ab. Und ich habe eigentlich auch geplant, dass ich dann zuerst arbeiten und dann reisen. Es ist so ein bisschen undurchsichtig, was sie sagen, was sie denken. Man weiß gar nicht, wer sie ist. Mhm. Weil Jucker sagt ihm zum Beispiel immer wieder, ja, das ist gut gemacht. Dann plötzlich am Gespräch sagt, hört man etwas völlig anderes. Du hast keine Fortschritte gemacht in der letzten ja. Saison. Ja. Das ist mal bestimmt noch besser als Mundigen. Aber ja, ich meine, sie war ja vorher bei Mundigen gewesen. Ja, schon. Also ja, ich habe mich. Aber zu Mundigen hat sie jetzt auch nicht wollen. Sie hat es jetzt auch nicht gemacht. Das haben wir noch. Nein. Nein, sie ist ganz verliebt. Fast nur noch lange Bälle in die Tiefe gehabt. Wir haben nicht mehr zusammen wirklich gespielt. Im Rausspielen war fast nicht möglich. Der erste Ball kam, den wir versucht haben, ist der Längball, der direkte Läng. Und dann wird es schwierig. Wenn wir den Ball anlaufen mit dem Goal 1-2, dann ist er in die Tiefe daheim. Wir sollten uns aus dem Zentrum raus wieder versuchen, das Mittelfeld anzuspielen und es dort läuft. Verteidigen müssen wir schauen, die Aussenverteidiger sind hinter den Innenverteidiger, sonst geht es nicht mit dem Offside. Und dann müssen die Innenverteidiger coachen. Okay. In der zweiten Halbzeit machen wir Wechsel, dann dass Nina kommt raus und Marin kommt raus. Und dann schieben wir Cheryl aus linken Verteidiger raus. Tanja schiebt vorne in den Sturm. Und Tanja Schöppach kommt aus linken Mittelfeld. Ich wäre froh, wenn ihr aber dann noch, also schaut mit Jacken und so anlegen. Ich möchte dann auch noch wechseln, etwa 20 Minuten vor Schluss noch mal schauen, dass wir noch, je nachdem, einen Wechsel machen können oder ob wir machen können. Und dann kommt es gut. Kommt zu uns, Es wäre schade, aber es kann sein, dass jetzt das Schneespiel mein letztes Spiel im IB-Dress war. Aber ich hoffe trotzdem, dass immerhin noch hier kann weiter trainieren für noch eineinhalb Jahre.